So, Osman, wolltest du den Motor noch mal hören? Geht sehr ich gerne. Ich habe den jetzt warm laufen lassen, da ist der Kameramann gekommen. Wolltest du den noch mal hören, bevor wir den ausbauen? Gerne. Will ich doch gerne. Wie gefällt dir das? Der eine Mensch, der das nicht denken würde, dass das ein Sauger ist, würde denken, das ist ein Turbomotor. Ey. Ja, ne, das ist ganz leicht. Genau, ganz ja, genau. Ganz leicht so hinter mir. Ich baue erstmal den Motor aus, dann baue ich einmal die Gasanlage raus. Machen wir damit. Ja, fangen wir an, ne? Ja. 15.30 Uhr. Was meinst du, wann sind wir fertig? 2 Stunden. Maximal. Mit Kaffeepause, ja, ne? Mit Kaffeepause. Mit dreimal Kaffee. Mit dreimal Kaffee. So, wir bauen erstmal komplett Front aus. Und danach fangen wir an. Weil das ist schon ein bisschen her, dass ich beim Golf 3 einen Motor ausgebaut habe. Da muss ich erstmal auch mal hier zurechtfinden. Das ist ja kein Loop, oder? Der in der Viertelstunde der Motor raus ist. 1,8T? Weißt ja, 20 Minuten. 1,8T geht ganz schnell. Die Leute fragen ja viel, wann ist das Projekt fertig? Kannst du dann genau Zeit sagen? Ja, wir werden den jetzt erstmal auf Sauger umbauen. Das heißt, den bauen wir ab. Gucken wir erstmal, ob der was dafür Probleme hat. Warum der manchmal so bescheiden läuft, sag ich mal. Ich schätze mal, irgendwelche Unterdruckschläuche von der Gasanlage sind defekt. Sind porös, grissig und deswegen hat er auch dieses unruhigen Lauf. Aber sobald man Gas gibt, läuft der perfekt. Also kann ich mir nur vorstellen, dass er irgendwo ein paar Unterdruckschläuche kaputt sind. Die werden wir auf jeden Fall erneuern. Und dann werden wir die Gasanlage einmal komplett rausholen, so dass er erstmal perfekt läuft und dann, was heißt perfekt läuft, den nehmen wir raus, bauen den sofort erstmal da ein und dann werden wir erstmal ein VR6 Cabrio haben. Und dann werden wir den irgendwann komplett rausbauen und dann auf Turbotechnik umbauen. Aber erst müssen wir alles anpacken. Ey, ich sehe schon hier, der hat einen neuen Kühler, ne? Ja, den Kühler können wir direkt übernehmen hier. Richtig neu. So, ich bin echt schockiert. Guckt euch mal die ganzen Schläuche hier an. Guck mal, Osman, guck mal die Schläuche an hier. Seht ihr das hier? Ne? Und dann, wenn ich hier sehe, hier mit wie die das hier eingeklemmt haben, guck mal, die sind nicht mal fest. Die kannst du mit der Hand drehen. Achtet mal. So richtig amateurhaft. Amateurhaft. Also ganz ehrlich, keine Ahnung, wer das hier eingebaut hat, aber. Und wer das abgenommen hat, doch. Und wer das abgenommen hat. Also im TÜV darf da eigentlich so gar nicht durch. Ne? Also sehr, sehr schlecht verbaut. Sehr schlecht verbaut, ehrlich. Weil ich habe das ja früher selber gemacht. Ich habe ja Gasanlagen. Also ich bin ja gelernter Gasbauer, sag mal. Also ich habe ein Zertifikat. Das habe ich vor 15 Jahren bei einem Gasfritzen, sag ich mal, gemacht. Da war ich ja einen Monat bei denen, habe das gelernt. Und so haben wir das natürlich nicht verbaut. Okay, wobei ich auch sagen muss, bei VR6 ist schon ein bisschen bescheiden, das Ganze einzubauen, aber trotzdem hätte man das viel, viel besser machen können. So, jetzt machen wir jetzt auch schon ab. Ja, ist okay. Na, nicht blendet ein bisschen. Ja, aber sieht gut aus. Wir haben die schön verbaut hier. Ja, doch. Ja, muss schon sagen, okay, haben die doch schön verbaut. Ja, das werden wir jetzt aber alle mal abknipsen. So, haben wir auch. Ne, muss ich schon machen, also die haben das gut verbaut. Dann nehme ich alles wieder zurück hier. So, bei der Gasanlage ist immer ein Problem. Ne, jetzt sagt er einfach, er schneidet das durch und dann ist doch gut. Nee, nicht ganz. Ihr müsst euch so vorstellen, das wird immer geteilt. Das heißt, hier kommt der originale Stecker. Das heißt, der originale Stecker zur Düse müsst ihr verbinden
und danach das andere müsst ihr dann halt weiter zu der Düse hinmachen. Das heißt, das wird dann so aussehen. Kommst du? Hier siehst du das. Hier siehst du das sehr, sehr gut. Oder hier. Hier siehst du das am besten. Oh, der ist hier ab. Ach, guck mal, der ist hier ab. Siehst du das? Hier siehst du es am besten. Guck mal, der eine kommt zur Düse, also zum Steuergerät. Das Gelbe kommt jetzt zum Grün. Grauen ist das, glaube ich, hier. Und das andere kommt dann direkt zur Düse selber. Das heißt, wenn wir hier abknipsen, so wie jetzt abknipsen würden, alles, haben wir folgendes Problem: Der würde nicht laufen, weil er getrennt ist. Das heißt, wir müssten die alle wieder verbinden. Die ganzen Stecker müssen wir wieder verbinden und so können wir das machen. Das heißt, machen wir einen Fehler hier, haben wir später nur Sucherei. Und das werde ich jetzt ganz schnell machen. So, die Dinger werden wir hier nutzen. Seht ihr das? Weil ich finde jetzt meine anderen Sachen nicht. Oh. So, die Dinger werden wir nutzen. Das Geile ist einfach, wir stecken die drauf und dann wird es einfach erhitzt. So, alles haben wir ab. Und das machen wir jetzt ganz schnell. Und das war's schon. Das Ding hält. Das hält auch. Bombe. So. Motor runter. Wir hatten natürlich ein bisschen Probleme gehabt. Der hat hier unten gehakt gehabt. Ne? Ja, musste ich auch so machen, weil wir das Problem hatten hier. Die Schrauben hier, die waren alle, ja, die sind alle, ich sag mal, durchgerostet. Und die Schrauben hier von der Drohnenpipe, der zum Krümmer geht. Das Problem ist, wenn ich das Ding da mit, ja, ich sag mal, mit Schlache hier versucht hätte abzumachen, die würden alle durchbrechen, die würden alle abbrechen. Und deswegen habe ich das auch jetzt nicht gemacht. Ich lasse es jetzt erstmal so, damit ich schön mit der Hitze arbeiten kann und damit wir die schön rausholen können. Ja, sonst, ich muss echt sagen, der Motor sieht eigentlich nicht schlecht aus. Hier verliert der Öl, ne? Am Zylinderkopf ist eine Krankheit wohl, meinte Ruven. Das werden wir auf jeden Fall erneuern, das Ganze. Kopfdichtung kommt eh neu rein. Und ja, einen Öldruckschalter müssen wir neu machen. Sonst muss ich sagen, sieht der eigentlich mal nicht schlecht aus. Damit der, weil er jetzt 4 Jahre stand, ne, kann man nichts sagen. Ja, wie gehen wir jetzt voran? Ganz einfach. Wir werden jetzt den Golf genauso machen. Das heißt, den Golfmotor erstmal abbauen, gucken, wie weit alles passt. Und die Achsen werden wir höchstwahrscheinlich ganz schnell umbauen. Und Kabel bauen und dann fahren und dann werden wir das Ganze hier einbauen und werden das Ganze erstmal auf V6 fahren. So denke ich. Es kann auch sein, dass ich direkt auf Turbo gehe. Mal schauen. So, Turbo, ach, Motor ist erstmal ab. Hat ein bisschen länger gedauert. Wir haben jetzt gute, ja, 3 Stunden haben wir gebraucht. Ja, erstens, ich war alleine. Zweitens, das Problem war wegen der Gasanlage, ne? Hier mit Kabelbaum und so. Da musste ich alles schön rausfischen, ganz langsam. Und ja, wir haben da echt... Also keine Ahnung, wer das eingebaut hat. Das war nicht seine beste Arbeit. Ne? Aber was willst du machen? Ist ja nicht schlimm. Kann ja sein, dass die Gasanlage schon über 15 Jahre drin ist. Und ja, dann passt das schon. Ja, sonst muss ich sagen, war eine schöne Arbeit. Ja, wer schon mal einen V6 abgebaut hat, der weiß ganz genau, das geht eigentlich sehr, sehr schnell. Hier einen Kabelbaum habt ihr, einen kompletten Kabelbaum, was ihr abtrennen könnt.
paar hier Masse Plus müsst ihr abtrennen, paar Wasserschläuche, paar Unterdruckschläuche und das Ding könnt ihr sofort rausholen. Ne? Drei Motorhalterungen hat der vorne, den Träger müsst ihr abbauen, das geht ganz schnell. Ja, sonst, ja, ich freue mich jetzt den abzubauen, der wird natürlich ein bisschen schneller gehen. Den werden wir ganz schnell abbauen und dann werden wir den dahin pflanzen. Ich freue mich schon. So, wenn es euch gefallen hat, wie immer, einen Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft 10 tut sich. Bis dann, haut rein. Ciao.